Na toll! Machen das eure Hunde auch so gerne, sich genüsslich im Dreck zu wälzen? Und am liebsten, wenn es so richtig schön stinkt? Ja, das ist so ein Hundeding und liegt in der Natur unserer Fellfreunde. Aber warum eigentlich? Was hat das für einen Sinn und muss das wirklich sein? Das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Größtenteils basiert das Verhalten von Hunden ja entweder auf Erlerntem oder auf Instinkten. Eindeutig, eure Hunde sind ganz normal. Das Wälzen liegt in ihren Genen und ist reines Instinktverhalten. Welchen Ursprung es hat und wozu es dient, darüber gibt es verschiedene Theorien. Interesse an weiteren Hintergrundinfos rund um Hund, Katze und Co.? Dann wälzt euch doch mal durch unsere Themen und klickt kurz auf Abonnieren und das Glöckchen, um immer up to date zu bleiben. Also, wenn sich Hunde wälzen, dann ja am liebsten in so richtig leckeren Sachen wie Mist, Kot oder sogar Aas. Das muss sich ja auch lohnen. Experten glauben, dass das auf ihre wilden Vorfahren zurückgeht. Sie haben auf ihrer Jagd versucht, mit anderen Geruchsstoffen ihren eigenen Geruch zu überdecken, um gegen ihre Beute getarnt zu sein. Manche Fachleute gehen auch davon aus, dass sie mit dem intensiven Geruch zeigen wollen, wie stark sie sind, um anderen Hunden mit ihrem Geruch zu imponieren. Oder genau andersherum. Sie versuchen, dem Dreck ihren Geruch mitzugeben und so ihr Territorium zu markieren. Naja, jedenfalls scheint den Naturburschen dieser herrlich wilde Geruch zu gefallen. Auch wenn wir es für das schlimmste Parfum aller Zeiten halten. Aber das Wälzen hat zudem praktische Funktionen und ist daher nicht nur bei stinkendem Dreck zu beobachten, sondern auch auf Wiesen oder dem Wohnzimmerteppich. Das Wälzen kann zum Beispiel ein Mittel gegen Nässe sein. Eure Hunde wollen dadurch Feuchtigkeit abgeben. Sie nutzen den Boden also als großes Handtuch, wenn auch nur mit mäßigem Erfolg. Meistens müsst ihr nochmal nachrubbeln, bevor euer Vierbeiner ins Auto oder in die Wohnung darf. Aber auch bei trockenem Fell scheint es eine Wohltat zu sein. Durch das Schubbern am Boden löst sich zum Beispiel loses Fell, das vielleicht gekitzelt hat, oder es lösen sich kleinere Verspannungen in den Muskeln. Wenn sich eure Hunde aber auffällig oft über den Boden wälzen, egal ob drinnen oder draußen, solltet ihr Fell und Haut mal auf Parasiten wie Flöhe oder Zecken untersuchen. Diese ungebetenen Untermieter können sehr unangenehm sein und werden im Zweifelsfall von dem Tierarzt eures Vertrauens behandelt. In der Wohnung rollen sich viele Hunde gerne auf dem Rücken hin und her. Das ist häufig ein Zeichen von Behaglichkeit. Gleichzeitig hinterlassen sie dabei überall ihren Duft und folgen so ihrem Instinkt, das Revier zu markieren. Das geht eben auch ohne zu pinkeln. Manchmal ist die Rückenlage auch eine Aufforderung. Hier ist mein Bauch, kraul mich! Weil es dem natürlichen Instinkt dient, solltet ihr eure Hunde sich ruhig wälzen lassen. Okay, es kann manchmal schon ein bisschen nervig sein, wenn sich eure Süßen wieder von oben bis unten einsauen. Ihr könnt sie ja ablenken und von dem tote Mausgeruch sanft wegziehen, wenn ihr das rechtzeitig erkennen könnt. Solltet ihr es mal nicht geschafft haben und eure Hunde haben sich wirklich in kleine Stinktiere verwandelt, hilft wohl nur eins: Waschen. Je nachdem, wo sie sich gewälzt haben, können sie auch Keime und Bakterien mit in die Wohnung schleppen. Bitte verwendet spezielle Hundeshampoos und Seifen, die sanft zu Fell und Haut sind. Schaut euch unbedingt mal unsere Tipps für ein schonendes Hundebad im Hundemagazin auf unserer Fressnapf-Seite an. Und denkt immer daran, ein Hund ist ein Hund. Badet wirklich nur, wenn es nötig ist. Bei normalen Verschmutzungen und Nässe hat das Fell eine super Selbstreinigungskraft und es reicht meist sanftes Rubbeln mit einem trockenen Tuch. Sind eure Hunde auch so wild aufs Wälzen? Wie häufig müsst ihr denn so zu Wasser und Shampoo greifen? Tauscht euch gerne in den Kommentaren aus. Wir sagen auf Wiederwurf, bis zum nächsten Mal.